Guten Morgen. Ich hatte mich gestern schon gewundert und dachte, na, ob das so kommt. Es kam so. Was da kommt, erzähle ich euch dann. Eigentlich lustig, eigentlich traurig. Für mich nicht traurig, auf keinen Fall. Aber naja, mal sehen. Also ich soll ein Nazi sein. Ja, und ich sage, ich bin stolz drauf. Ne? Nazi heißt ja nicht an Zwangsimpfung interessiert. Nein, ich bin stolz darauf, weil viel Feind, viel Ehre, beziehungsweise wenn dich der Feind lobt, dann hast du was falsch gemacht. Da steht, warum nennen Sie sich nicht Lehrer Nazi statt Lehrer Mafü? Naja, gucken wir mal. Und zwar hatte ich gestern, ich konnte das bloß noch mit dem Handy festmachen. Leider funktioniert das nicht mehr, vergangene Sachen am Desktop irgendwie hinzukriegen. Wenn ihr da einen Tipp habt, gerne her damit in die Kommentare. Da schrieb ein sogenannter Helge Schneider, wo ich dann ein bisschen nachgeforscht habe. Schrieb jemand auf dessen Kanal ist es ja gar keiner, der ist erst jüngst angemeldet. Na, wieder da, du Troll oder irgend sowas. Naja, es kamen etliche Kommentare und hier die, die ich noch gefunden habe. Lehrer Mafi, ihre kurzen Kommentare zu allen Usern, die Einspruch gegen ihre Thesen erheben, sagen eigentlich schon alles. Der Drang, andere abzuwerten, scheint bei ihnen besonders hoch zu sein. Ja, genau. Es passiert immer so, dass einem die Leute das vorwerfen, was sie selber denken und tun. Ich habe das gar nicht nötig, jemanden abzuwerten. Wozu auch? Oder die Tatsache, dass ihr Video dazu verboten wurde, weiß jetzt gar nicht, worum es ging, lässt eher vermuten, dass ihre Rückschlüsse Quark und antiwissenschaftlich sind. Sapere aude, sagt ausgerechnet so einer. Also habt den Mut, dich des Verstandes zu bedienen. Naja, oder die Studie, ach naja, lohnt sich gar nicht. Aber was ich dann, hier geht's dann noch weiter, was ich dann wirklich als Anlass genommen habe, den Kerl dann rauszuschmeißen, war Lehrer Mafü, warum nennen Sie sich nicht gleich Lehrer Nazi statt Lehrer Mafü? Das war unter einem Thema zum Thema CO2. Ja, und da hat es mir dann gereicht, habe ich ihn rausgeschmissen. Leider findet man ihn dann hinterher nicht mehr. Aber wie gesagt, am Handy schon, das sind die Screenshots, die ich vorhin gemacht habe. Was ist passiert? Ich hatte, als ich das Buch geschrieben hatte, am 8. März relativ schnell, ich hatte irgendwie intern was, naja, so einen Drang, das Buch musste raus. Wir wissen ja mittlerweile, was passiert ist. Am 8. März hatte ich das Buch in der Form rausgegeben und mir fielen dann noch einige wichtige Sachen ein und es waren noch ein paar kleine Fehler drin. Und dann habe ich das Buch praktisch nochmal als Kindle extra rausgegeben. Daher, und das wird dann immer gleich als Taschenbuch veröffentlicht. Es steht fast das Gleiche drin, das ist nicht das Problem. Was verbirgt sich hinter dem? Das hat 3 Bewertungen und das hat 8 Rezensionen. Also dieses mit den 3 Bewertungen, ja, wenn man dann guckt, dann erscheint leider bloß eine. In letzter Zeit ist es bei, habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, bei Amazon sehr seltsam. Da fallen einfach Rezensionen weg. Warum, weiß ich nicht. Gut, jetzt zu den Achtern. Ne, das sind diese hier. Und das war seltsam, denn auch die 2-Sterne-Bewertung steht schon ewig drin, aber wird nie gezeigt, was natürlich den Durchschnitt immer runterbringt. Aber das sind wir ja in diesem Fall gewöhnt, dass es auch solche Leute gibt. Was steckt jetzt dahinter? Und zwar diese Vorwürfe von dem Helge Schneider, die fanden sich alle hier wieder. Interessant dabei ist, dass dieser nur ein Amazon-Kunde ist und ja, nicht mal das Buch gekauft hat, wahrscheinlich. Aber wir werden es gleich selber sehen, weshalb das nicht so ist. Lehnt euch zurück, genießt es. Ich sage ein paar kleine Worte dazu, aber im Wesentlichen lese ich vor. Wer die YouTube-Videos von Herrn Köhler kennt, weiß, dass er durch und durch als Katalysator der Corona-Leugner-Szene fungierte. Da muss ich wirklich eine Anmerkung machen, das stimmt. Kaum, dass die Krise anfing, hatte ich damals Dr. Wodak zitiert und auf ihn verwiesen und auch Dr. Schiffmann und habe praktisch, naja, klar, doch die Szene schon ein Stück nach vorne gebracht und die Leute bekannt gemacht. War ja auch nötig, ne? Wir brauchen ja wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse und nicht dieses komische Gerede. So weiter. Und bis heute auf seinem Telegram-Kanal Fake News und Geschwurbel teilt und es als Wissen verkauft. Ja. Kritische Beiträge auf YouTube werden gelöscht. Also er meint damit von mir, ne? Ich lösche hier, wie verrückt. Obwohl er vorgibt, sich stark gegen angebliche Zensur der Massenmedien einzusetzen. Naja, das sagt alles, muss ich nicht drauf eingehen. Im Buch fallen dann im Inhaltsverzeichnis
folgende beleidigende und problematische Begrifflichkeiten auf. Ach Gottchen. Natürliche Auslese. Das ist beleidigend oder problematisch. Juden und der IQ. Da muss ich aber jetzt wirklich mal gleich drauf eingehen, was es damit auf sich hat. Und zwar zum Beispiel unter dem Kapitel Das fehlende Ansehen schrieb ich, beispielsweise schlossen die Nazis gar die Juden Schritt für Schritt vom Schulbesuch aus. Warum wohl? Wenn man an den Zusammenhang zwischen Wissen und Denken denkt. Auch zu diesem Thema kommen wir noch ausführlicher, zumal deutsche Juden damals durchschnittlich einen um 10 Punkte höheren IQ als Deutsche hatten. Muss ich jetzt nicht alles vorlesen, könnte ich noch, aber ich muss mich in diesem Fall nicht weiter rechtfertigen. Aber so kann man es natürlich machen. Kaum kommt das Reizwort Neger oder Jude, schon geht das los, ne? Ja, Genderblödsinn, ja, natürlich gehe ich darauf ein, dass wenn es übertrieben wird, ne, dass es dann nicht schön ist für unsere Sprache oder Schwule und Lesben. Ja, na klar, ich komme gut mit denen zurecht, wenn sie mir nicht aufzwingen, ihre Lebensweise und Ansichten. Oder woran erkennt man einen Veganer und so weiter. Ne? Also das hat er praktisch versucht, schick rauszustellen. Und das ist ja auch wirklich in den Augen der politisch Korrekten, sind das böse Worte. Ja, böse Worte. Gut, weiter. Hier dürfte dem aufmerksamen potenziellen Leser, potenziellen hat mich schon gewundert, ne? Potenz heißt, er kann, er muss nicht. Dem aufmerksamen und potenziellen Leser schon anhand des Inhaltsverzeichnisses auffallen, welche Thesen im Buch später auftauchen werden und in welche Richtung es geht, sprich esoterischer und völkischer Unfug, wie seine zahlreichen antiwissenschaftlichen YouTube-Videos belegen. Also er macht hier Werbung für mich, das finde ich auch gut. Vielen Dank irgendwie, Helge Schneider, wobei ich nie glaube, dass dieser Mensch so einen Blödsinn schriebe. Darf man ein Buch bewerten, ohne es gelesen zu haben? Fragt er selber. Mit anderen Worten, er hat es nicht gelesen. In diesem Fall kleidet er also als Frage. Und jetzt kommt der komische Zusammenhang, das dürfte sogar dem größten Idioten auffallen. Also nochmal die Frage, darf man ein Buch bewerten, ohne es gelesen zu haben? Hierzu ein Zitat aus seinem Buch. Wer ungebildet ist, lässt sich leicht betrügen und fällt auf die Scharlatane, die die Unbildung als Möglichkeit zum Geldschöpfen für sich erkannt haben. Na, da fehlt was, ne? Aber was hat das damit zu tun? Mit dem Buch bewerten, ohne es gelesen zu haben, was er natürlich nicht hat, sieht man ja auch hier, ne? Kein gekauftes Buch. Dazu noch ein anderes Zitat aus dem Buch. Bin mal gespannt, was das damit zu tun hat. Darum habe ich das Cover automatisch erstellen lassen, habe den Text nur zweimal durchgelesen und schon nach ungefähr 160 Seiten aufgehört zu schreiben. Ja, habe ich auch, klar. Aber was hat denn das damit zu tun? Ich hatte keine Zeit mehr, denn es ist 10 nach 12. Na gut, also sehr seltsamer Text, aber wir kennen es ja, wer nicht richtig lesen kann und vor allem nicht zusammenhängt und flüssig lesen kann, der nimmt nur Schlagworte auf und da hätten wir es dann. Gut, weiter. Ich denke, man muss nicht mehr viel über den Inhalt dieses Buches sagen. Ein Mensch, der alles kritisch hinterfragt, aber nur nicht sich selbst, kann kein lesenswertes Buch verfassen. Wenn Sie jedoch lesen wollen, wie sich ein Querulant selbst entlarvt, kann es auch als Anleitung dienen. Naja. Gut, das dazu. Ich verbuche das wirklich als Triumph, denn ich hatte es ja schon angekündigt, die Linksgrünen, die werden sich schon hier draufstürzen auf das Thema Buch und werden natürlich dann, ohne es gelesen zu haben, so wie bei vielen anderen Büchern auch, schon mal ihr Urteil abgeben. Ne? Naja. Er glaubt da wahrscheinlich wirklich sehr intelligent zu sein, hat man ja in den letzten Sätzen gemerkt. Und da haben wir wieder einen typischen Vertreter, der sich selbst entlarvt hat. Naja, habt einen schönen Tag. Ich habe jetzt einen umso besseren. Also, alle guten Wünsche. Leute, macht was, ne? Ach so, ihr könnt ja auch mal auch eine Rezension schreiben, wenn ihr es wirklich gelesen habt. Also, macht was, aber macht's gut. Bis dann. Tschüss.